PC. Ah, da fängt's auch an. Hallo Leute, hier ist der Full Life Games mit dem. Andi. Richtig, dem guten CP100 und wir machen eine weitere Folge RTCD Random Team Challenge. Ich generiere für den lieben 100 10 Pokémon, ich generiere mir 10 Pokémon und dann bauen wir gegenseitig ein Counter-Team. Mal gucken, was wir so haben. Genau. Oh, du hast sogar ein paar Ennio-Pokémon. Du hast einen Schwalboss, du hast einen Amagaga. Warte, ich mach mal für dich den englischen Namen. Weil ich weiß sie selber nicht. Ein Auroros, ein Beautyfly, ein Rhydon, ein Latios, ein Celebi, ein Mamoswine, ein Swampert, ein Lantern und ein Ariados. Das ist, glaube ich, sogar das bessere Team, weil jetzt kommt mein Team. Ich habe ein Pachirisu, ein Parasect, ein Ninetales, ein Braviary, ein Articuno, ein Ambipom, ein Clefairy, ein Mabaracle, ein Combusken und ein Tentacruel. Ja. What the hell? Also von Mons, glaube ich, hast du das bessere Team, aber. Das werden wir mal sehen. Vielleicht hast du hier irgendwas, was du nicht countern kannst. Und ich schicke dir dann mal die Liste und wir bauen dann mal ein Counter-Team. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, damit sind wir wieder zurück und ich fordere 100 jetzt mal zum Kampf heraus. Mein Teammates pray for a win, in Klammern not gonna happen. Und wir werden mal sehen, was passieren wird. Okay. Hier steht jetzt übrigens Artichunat, aber ja. Mein Team heißt die Schlange der Wahl. Das klingt wunderschön. Okay, wait, warte. Du hast Schwalbos nicht dabei, das ist gut. Ich hatte Angst vor Schwalbos. What? Warum? Hä? Weil Schwalbos scheiße ist. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber nicht mein Team. Ich dachte mir einfach, ich nehme einfach alles, was nicht NU ist und dann turn. Ich weiß, du musst Angst vor einem Pokémon haben. Wirst du Ja. das gleich sehen? Aber ich bin abgesichert gegen alles. Das ist gut. Normalerweise. Bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, ja. Okay. Du hast nämlich Angst vor den flinken Finger. Denn die flinken Finger, Echt? ja, die zeigen dir jetzt, wo es lang geht. Ja, Ich mache halt nichts gegen Sumpex, aber theoretisch. Hallo, theoretisch. was mache ich gegen den? Was machst du gegen. Oh, Ja, das wait. spinnst du. Kannst du es bitte lassen? Was mache ich denn so viel? Ja, das ist nicht nett. Na, es tut mir leid. Bist du Scarf-Sumpex? Auf Wiedersehen. Wait, Rindleberry, nein! Leb. Puh, es lebt. Gut. Habe ich so ein bisschen erwartet, aber gut. Auf Wiedersehen, Sumpex. Passt schon. Er hat alles getan, was ich von ihm wollte. Hilfe, Hilfe! Es ist ein Mammut, hey. Da, zeig mir den Switch hin. Hier, Ach das so, ist mein ja Switch. gut. Chrome, komm in den Kampf! Flieg! Flieg und sieg! Nein! Chrome, 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 komm! Ach, nice. Chrome. Bist du Scarf? Weiß leider keiner. Ich find coolster Name für Ninetales ist immer noch Ice Weasel. Oh shit. Komm, Falls du das burn! noch kennst. Burn! Nein, kenn ich leider nicht. Nee, 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 Verdammt! nee. Das hatten wir doch schon. Was mache ich mit dem? Ja, den Switch in suchen, oder? Ja, los, Mary Ferry. Oh, gut. Lebt das? Wow. Natürlich lebt das. Hallo, das ist Mary Eh. Ferry. Oh, scheiße, das ist Mammutel. Es ist ein Knockoff. Ja, natürlich. Legen wir erstmal die Rocks. Komm, leb, Mary Ferry. Komm, 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 komm. Yes, Survival. Oh, der Damage. Ja, und Ja, jetzt Special Attack switch was Drop. rein. Hallo? Das ist echt Ich bulky gewesen. hab Dann. Ten. Ich hab Cruel. Nämlich. Well. Cruel. Cruel ist das. Cruel. Irgendwie sowas. Kommt das Swords Dance. Richtig. Natürlich kann das Wort sein. Das Knock-off ein. Geht der einfache Lantern. So, als ob es ihn nicht interessiert. Burn! Nein! Verdammt! Wait. Wait. Moment. Du Was? Salt West. Genau. Hm. Ich habe erwartet, dass du Articuno mitbringst. Ich nicht. Warum? Gut. Weiß Perfekt. Das ist ich doch nicht. gut zu wissen. Nimmt eigentlich. Braucht das hier.
Tut mir leid. Doch das hier. Ah, Yes. Damage. What? Das macht dir gar nichts. Natürlich macht das nichts. Was mache ich dagegen? Ich muss nur sagen, Damage der Charge. Enemy-Pom-Counter sehen immer weniger gut aus. Das weißt du ja gar nicht, was meine Counters sind. Ja. So. Ach, Was ist schade. denn Switchen? Was machst du gegen den Cruel? Well. Cruel, Cruel, Cruel. Leider das hier machen. Ah, Celebi ist der Counter für Cruel. Ich habe mich zu stark vorbereitet auf Articuno. Anscheinend schon. Warst du denn der? Verdammt. Nein, Tails, du hast eine gute Spezialdefensive. Verdammt. Mach mal das. Der Finger. Ich habe eine Idee. Ja, die flinken Finger sind. Ja, die flinken Finger sind wieder da. M-Swine. Wait. Wait. Verdammt. Egal. Never mind. Never mind. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Nee, ist nicht alles okay. Verdammt. Doch, wenn man lebt, stirb ich Rocks. Perfekt. Puh. Ein Problem weniger. Zum Glück bist du auch nicht Scarf. Was nicht schlecht ist, kann man nicht anders sagen. Okay. Das sind uns tolle Nicknamen, wie immer. Also. Ja, natürlich. Meine Nicknames sind immer die besten. Richtig. So. Es ist Lantern. Give me some of that HP. Nein, das ist die T-Wave. Verdammt, das ist nicht gut. Das ist echt So. Nicht gut. Was soll das denn? Verdammt. Ach, Zero. Komm, 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 komm. Nein! Easy. Ich hab sogar Sludge gedrückt. Das ist voll gemein. Nee, nicht in Ordnung. Ja, das ist voll gemein. Okay. Braviary, gut. Auf Wiedersehen. Boah! Der hatte Ancient Power! Ja, gut, dass ich schneller war. God damn it. So, jetzt müssen dachte, die flinken Finger ich dachte, wieder arbeiten. Ich dachte, ich bald hab. Los, flinke Finger! Okay, jetzt ist es langsam spannend. Richtig. Was muss ich machen? Das ist die Frage. Was muss getan werden? Was wird RTC 100 tun? Finden Sie es heraus in der Folge von RTC. Warum wechselt er in das Mod? Ich weiß nicht. 100 ist vermutlich retarded. Meine Damen und Herren, wir drücken einfach diesen Move. Oh mein Gott. Oh. Ich lebe. Hoffentlich. Doch, du bist Evolution. Ich lebe. Ah, Amidiffel! Ah, wunderbar. Schade, Krabi. Wunderbar. Ich weiß, was ich mache. Auf Wiedersehen, Tentacruel. Ja, langsam wird spannend, ne? Du bist gar vor da. Wer weiß. Ich riskiere es nicht. Ich wollte eigentlich in mein Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ba-Ding-Dong gehen. Aber. Nee. Ich mach das anders. Wohl, wie viel? Nee, ich mach's safe. Ich gewinne. Easy. Denn die Sache ist. Canada. Ich drück das hier. Ach, schade. Und ja, du bist Garf, ne? Das ist die Sache, weil ich habe mir überlegt, bei Barricade zu gehen, mich zu Shell smashen und dann zu gewinnen, aber wenn du Scarf Lati bist, bringt mir das halt nicht viel. Wohl könnte ich mit Barricade einem Psychic leben. Ja. Aber ich habe Energy Ball. Aber du bist Garf. Aber ich bin Scarf. Und. Ja. Wait! Risken wir. Dash? Risken wir. Risken wir. Also Risk. Der Mist kann auch kommen, gell? Ah, kann's nicht. Ach so, lucky. Die Exzesse. GG. Schade. Tja, die Hände haben wohl gewonnen. Ich schicke mal kurz das Team aus, dann können wir mal kurz durchgehen. Mal kurz sagen, was wir uns beim Team gedacht haben und so weiter. Wo bist du überhaupt auf Skype?
da bist du. Und dann wird, kannst du mir auch zurückschreiben mit deinem Team da, sonst bei dir immer angezeigt wird, dass Nachricht angekommen ist. Erstmal, Da. mein Tentacruel war es eher offensive war, Speed, um Mammutschell zu überholen. Dachte ich mir. Ja, dann Rest in HP. War halt ziemlich nah dran, Also, ihr Team, mit Giga Drain, Half Surge Pump. Mammoth Swine wäre halt richtig nice gewesen. Und ich hatte das auch drinnen, aber. So ist es zum Glück nicht geworden. Dann hatte ich irgendein Liquid Ooze wegen einem verdammten Celebi, aber das noch Psychic gespammt wie ein Moron. Nein. Clefairy war ziemlich gut, das war mein Latios-Check. So, mehr sollte es nicht machen. Hat aber noch Damage auf Mammutil gemacht. Überraschend viel, was ich gut fand. Ja, und dann hat auch noch Rocks gelegt, was auch hilfreich war. Flinke Finger der MVP. Ich hatte echt Angst wegen Schwalbos, weil es schneller ist als alles und es hätte auch eine Menge Damage gemacht. Ich weiß nicht, warum du es nicht mitgenommen hast, weil ich fand es ja, war, es war ziemlich gut, jetzt einfach Boombürsten die ganze Zeit Ja, ich können. weiß nicht, ich persönlich fand's halt, du hast Tentacruel, du hast Clefairy, du kannst also zwei Special Defensive Walls einpacken. Ja, Also gut, für dass ich es nicht Specs, getan habe. voilà. Weil, und ja, gesamt dachte ich, dass meine Gewinnchance höher ist, wenn ich mir stattdessen Rhydon reinbacke, aber Pooler wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich statt Lanturn Ja. Voller genommen hätte. Lanturn echt nicht so nice war. Ja, eben. Dann nach meinem Mohands mit der Rhino Berry. Weil ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, vielleicht lebe ich irgendwann mal einen Hit von HP Grass Swallow oder so. Und dann kann ich mir der Gang Shells machen, dann schneller als Ja, das. also Latios hätte ich gekillt. Auch mit der Berry. Ja, Und mit definitiv. Energy Ball und so und ja. Warte, wir können es mal ausrechnen. Ich habe hier den Kelk offen. Scarf Energy Ball. Energy Macht irgendwie Ball. so 240% oder so. Rindleberry. Nee, ich würde es leben. Sogar ohne Investment. Ach so, du hast HP Investment. Ja, ich habe. Ja, aber selbst ohne Investment lebe ich in Energy Ball. Von Scarf Ich hab mit Life Orb gekillt. Nein. Latios. Ja, mit Lifeorb würde ich unbedingt mit meinem Investment auch leben, aber. Ist nicht schlecht. Warte, was, machen wir es mal. Lifeorb mit Lifeorb. Wäre es eine Roll gewesen mit 25% Kills für mich. Hab ich denn gekalkt? Keine Ahnung. What the hell? Auf jeden Fall Razor Shell, Excel, also Razor Shell natürlich klar, Step war ziemlich gut und Excel war wichtig wegen deinem Celebi, deinem Latios. EQ wollte ich ihn einfach wegen Lantern haben, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Damage zu haben. Ich weiß nicht. Hätte auch Storm draufpacken können, aber ich weiß nicht. Dann mein, ja, Ja. Chrome, weil ich es nicht Firefox nennen wollte. Mein Mammutel-Counter mit Erbelum. Hat gut funktioniert. Mit Habe ich den Fireblast. gesehen überhaupt? Ja, das ist einmal im Mammutel reingekommen. Achso, den Ballon. Ich bin Also ich leider in die hab's nicht Eisotte gerannt. mitbekommen, sagen wir's so. Ah, okay. Ne, mit Fireblast, Energy Ball. Energy Ball, klar, wegen Swampert und Rhydon. Fireblast, um einfach reinzuhauen. Ich habe mir Dark Pulse auch überlegt, aber vielleicht habe ich mir gedacht, vielleicht komme ich gegen Celebi rein, kann dann zappen. Vielleicht irgendwann Nasty plotten, weil du was opfern möchtest oder sowas. Und es hat anscheinend nicht irgendwie was leben können, was schade, weil so ein Psychic von Celebi kann man ja mal überleben, aber anscheinend nicht. Nee. Zuletzt Kanada, Scarf Braviary, hat auch eine gute Arbeit gemacht. Ah, das war mein Fehler. Was war dein Fehler? Warte, ich importiere mal kurz dein Team, dann kann ich mal gucken, was dein Fehler Ja, war. ich habe Celebi abgeworfen gegen das Ding. Glaube ich. Was Das war warst du nicht eigentlich? Ich habe clean. gedacht, vielleicht bist du irgendwie Spec Celebi oder sowas. Also du warst Ockerberry. Okay, gucken wir uns mal von vorne an. Mammutel mit Choppel. Ich Genau. erkläre mal ein So, bisschen. mein Team. Mammoth Swine habe ich einfach mit Choppel gespielt, einfach weil, warte, warum nochmal? Dein Team. Ich hatte Angst vor Combusken. Ja. Und deswegen dachte ich mir, Mammoth Swine mit Thick Fat und Choppelberry sollte normalerweise Combusken leben. Ja, Und so definitiv. weiter. Und ja, ich habe mir von dem Ding viel erhofft, aber leider war es dann doch nicht so geil. Dann Lantern mit der Yachi Berry. Freeze Dry irgendwas? Wait. Ja, Ah, Freeze Dry weil Articuno. Okay, okay, Articuno okay. nicht Das ist cool. sonst zerstören könnte rein theoretisch, deswegen dachte ich mir, ja, scheiß drauf. Und dann noch Volt Absorb dazu, Ja. einfach weil irgendwie oder was, aber ja. Ich meine, Articuno war nicht so geil, weil das halt ein paar schnelle Mons, die dann doch problematisch werden können. Und das Aurorus vielleicht. Ja. Genau, ja. Aber ja, Scarfladdy musste ich reinnehmen wegen der Barrettel, weil ich das Ding sonst nicht killen kann. Und zur Not, also. Und falls dann eben der Energy Ball nicht reicht, habe ich ja noch Prio mit Mammoth. Ja, genau. Normalerweise, das Celebi war einfach offensive vor Attacks mit Ockerberry. Einfach, weil ich mir Gut. dachte, ja, falls ein Ninetales kommt,
lebe ich das und das Ding trifft dein gesamtes Team, außer das Feen-Ding. Clefairy. Effective, genau, Clefairy. Hm. Und war auch relativ cool. Definitiv, ja. Ja, Rhydon ist einfach nur Auch super sehr stark. bulky. Und Rock Polish SD, Und. oh Gott, ja. Hätte er reinhauen können. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht. Ja, nee, ich habe den Evalite gebraucht. Ich habe da nichts anderes machen können. Das stimmt. Also vielleicht Superpower über Stone Age, aber dann bin ich eben wieder weak gegen Articuno. Und Richtig. dann Standard Rindleberry, Swampert, Specially Defensive, aber ich glaube, da wäre Physically vielleicht besser gewesen. Ich meine, es hat funktioniert, Aber. ne? Na, ich weiß nicht, ich musste halt auf jeden Fall Roar draufpacken, weil ich mir dachte, ja, bevor jetzt irgendwas Blödes kommt mit Clefairy oder ein Sub mit Ninetales oder sowas. Ja, genau, Oder auch eine einfach nur, gute Wahl. um Rogues Damage zu dealen, weil dein Team gegen Rogues steht. Ja, Articuno war Aber. deswegen auch nicht so geil. Ich war froh, dass ich Tentacruel als Ja. Spinner hatte, aber ich habe Articuno nicht mehr mitgenommen, also. Ja. Ja. Mein Fehler war echt Lantern. Glaub Ja, ich ich. fand's auch nicht so gut. War froh, dass du es dabei hattest und nicht Swallow oder sowas, aber gut. Das Swallow wäre nice gewesen. Ich hatte halt echt keinen Check so gegen Swallow. Also, ich hatte natürlich Checks gegen Swallow, aber nichts, was rein kann. Ja, Barbarica hätte doch, reinkommen Assault können, West theoretisch. Articuno. Das hätte aber keine Fassade getankt. Er spielt ein Physical. Macht doch keiner mehr. Tja, du hättest Physical mit HP Grass spielen können oder so. Glaub nicht, dass das killt. Never, also. Selbst wenn, Guts Fassade macht trotzdem viel. Barbarica kann nur einmal reinkommen. Und dann war es das auch. Dann kann es keine Hits mehr aushalten. Ja, Das kann Fassade auch macht höchstens mehr Hidden als Blade Hidden Power Fassade Dress. killen. Ja. Also mit der Bäre, natürlich, aber. Ne, ohne Bäre sogar. Nice. Wow. Was Also macht HP Dress hätte so das? 20 Macht mir gar gemacht. nichts. Not bad. Ja. Nee, ich hatte wirklich Glück, dass ich Amidiffel hatte. Und dass ich das mal sage. Aber nee, das war halt ziemlich schnell und ich hatte die gute Coverage mit Ja. Seed Bomb und dann starkes Slag auf Deswegen. Plus Return. Ja. Hat halt nichts gegen. Außer Rhydon. Ich Und wollte Swampert übrigens. war eben specially defensive. Ja, genau. Ich wollte halt nicht irgendwie Life-Orb drauf haben, damit ich irgendwie nachher noch einen Hit tanken kann, was mir zum Glück nach auch geholfen hat mit Rhydon. Deswegen habe ich Silk Scarf. Boah, da bin ich froh gewesen. Der Silk Scarf ist aber auch besser. Ich muss sagen, Also. den Fakeout Damage auf Latios fand ich aber krass, diese 46%. Das war ordentlich. Kann gut sein. Das ist normalerweise nicht, aber kann. Ja, richtig. In solchen Formaten mag ich es halt, weil du kannst halt das Moveset direkt anpassen. Genau. Ich hätte auch einen Nasty Plot spielen können, aber dann hätte ich den Fakeout halt nicht gehabt. Und dann wäre es halt auch kein gutes Mon mehr gewesen von da aus. Nee. Ja, gut. Ja, Nischen mit Swift. Ja, genau. Mit und dann Water Pulse für dein Rhydon. Ja. Wäre doch mal was gewesen, wäre mal was anderes gewesen. Habe ich mal wem in der DPL empfohlen und der hat damit tatsächlich mal was gekillt. Das war nicht schlecht. Eben. Beides, warum nimmt man sich denn sowas überhaupt mit? Ach, keine Ahnung. Er hat dann Nasty Plotted auf einem Quirtle switchen und dann hatte der Gegner ein paar Probleme. Na gut. Gürtel. Ja, ich weiß auch nicht, warum er Quirtle hatte. Spinner, keine Ahnung. Defensive. Ist auch was anderes. Gut, das wär's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, Hunert. Ich hatte extrem sehr, sehr viel Spaß. Ich habe vor allem diesen Moment geliebt, als ich dann realisiert habe, oh, es ist vorbei. Ja, das ist bestimmt immer super toll. Ja, falls ihr weitere Folgen sehen wollt, dann es kommen bestimmt irgendwann mal weitere Videos. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich es so sage. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao. Wir schauen.